Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und wie angekündigt, haben wir hier einen riesen Karton für euch. Und das ist jetzt wirklich ein Unboxing. Das heißt, wir haben diesen Karton nicht geöffnet. Genauso kommen die Teile aus China im Endeffekt hier an, werden importiert mit dem Container. Und das ist jetzt steht hier irgendwo drauf, ein K970 100S, die haben immer 100, oder? Mhm. In weiß soll hier drin sein. Länge 1, Gewicht 53,2 Kilo. Da kommt ja schon fast so ein echter Bagger raus. Ja, der Hammer. Also wir packen den mal aus, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr sagt, wir bestellen den nicht irgendwo hier in Deutschland, beziehungsweise beim Natterer mit dem Sigi als Techniker, der das vorher schon mal durchschaut. Und genau. Wir packen jetzt den hier aus. Genau das ist es, was euch im Endeffekt erwartet. Und hier hinten steht, sieht man ihn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ihr habt ihn vielleicht im letzten Video gesehen. Schaut mal rein. Wie es dann ausschaut, wenn er von uns ausgepackt wird, beziehungsweise vom Sigi ausgepackt wird, gewartet wird, alles eingebaut wird, was euch dann erwartet. Und warum das eben einen großen Unterschied macht. Lasst euch überraschen. Wir packen das Teil mal aus. Legen wir los. Schauen, was da drin ist. Soll man erst runterheben mit dem... Nee, lass, da können wir noch schöner schneiden. Ja, okay. Ich bin so alt, ich kann mich nicht mehr so leicht kriegen. Ja, das ist... Weißt du, wie das ist, ne? Ja, das ist Alter, ne? So. Diese Box ist genauso wie von den 350er absperrbar. Mhm. Was bei dem der Hammer ist, ich habe einen Drehverschluss. Das heißt, ich muss aufmachen, dann verschiebt sich dieser Haken nach oben und dann kann ich den aufmachen. Okay? Okay. So, hast du ihn? Mhm. So, und jetzt geht der Deckel auf. So. Ja, dann sind wir schon mal so weit, dass wir mal reinschauen können. Ne? Wunderbar. Ich finde immer Aufkleber ganz wichtig. Aufkleber? Schöne. Schön. Anleitung mit dabei? Ja, gut, okay. Ja, klein, ja, so kurz, ist Kurzanleitung. Ist Kurzanleitung, ist nichts weltbewegendes. Sollen wir da mal reinschauen? Oder? Ja, kannst du. Gucken wir mal, die Tüte ist auf jeden Fall größer als die Anleitung. Also das sind nochmal die Aufkleber hier. Hier sind tatsächlich auch schöne Aufkleber. Bitte nicht vorbeilaufen. Achtung, Aufkleber. Was ist das hier? Obacht, LKW. Nicht unter dem Ladungszeug. Genau, oder Quetschgefahr. Nicht ins Fahrwerk greifen. Ja, aber bei dem Modell, nehmt die bitte wörtlich, glaube ich. Also, ich möchte, glaube ich, bei dem Modell wirklich auch meine Finger nicht, also auch wenn es nur ein Modell ist, nicht reinbringen. So, hübsche Anleitung. Die ist jetzt auf Chinesisch. Haben wir die auch nochmal in. In Englisch, glaube ich, ist sie mit dabei. In Englisch ist sie mit dabei. Perfekt. Also, das kennt ihr von den anderen Modellen so. Kurz bebildert. Ich gucke, ob ich sie euch wieder irgendwo einstelle. Perfekt. Jawohl. Ich lege es mal zur Seite. Genau. Mach mal du drüben weiter. Ich mach mal weiter. Also, mich erwartet hier ein Akku. Boah, ein Eumel. 1500 mA. 15.000. Entschuldigung, hat schon gesprochen. 15.000 mA. Alter Schwede. 11,1 Volt, also sprich 3S. Ist aber kein LiPo. Ist ein LIR18650. Hier haben wir, oh, hier ist ein Balancer-Stecker wieder mit dabei. Genau. Und der Ladestecker, oder? Genau. Also Ladegerät wird das gleiche sein. Wir schauen gerade mal hier noch rein. Bitte beachten, nur zur Info. Es ist da dieser chinesische Stecker dort. Ihr bekommt von uns, das ist nämlich das, auch der Punkt, was keiner weiß. Ihr bekommt es von uns, dass er europäischer Stecker drin ist, dass das Ladegerät getestet ist und dass das wirklich auch funktioniert. Also das heißt, ihr habt nichts zum Umbauen, ihr packt es aus und ihr fährt damit. Das heißt, original kommt wirklich immer mit dem chinesischen Stecker. Richtig. Okay. Ganz egal. Aber das war ja, glaube ich, sogar eine Bestellung. Ich habe das mitbekommen, da stand eigentlich auch EU-Plug dabei, kommt aber trotzdem mit dem chinesischen genau Stecker. Genau so sieht es aus. Also, da ist auch kein Adapter mit dabei, sondern es ist wirklich nur dieser Stecker dort. Super. Das Ladegerät ist auch das gleiche, schau mal, du siehst es vielleicht noch besser wie ich. Ja. Ist auch, glaube ich, ein 5000er, oder? Ja, genau. Es ist eigentlich das gleiche Ladegerät wie beim 350er. Klar, da brauche ich halt bei dem natürlich dann 3 Stunden zum Laden, deswegen
Habe ich auch natürlich wieder drei Akku, aber das ist bei mir bei allen Modellen so, dass ich drei Akkus habe. Ne? Und da muss ich sagen, ja, auch top perfekt. Funktionieren. Würde ich auch nur mit dem laden, geht relativ gut. Problemlos, tippitoppi. Wenn es getestet ist und mit richtigem Stecker ist. Ansonsten müsst ihr Strom aus China beziehen oder so. Keine Ahnung. Genau. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Also, wenn ihr das so bestellt, also ihr bestellt das direkt bei dem Online-Händler eures Vertrauens und nicht bei Modellbau Nattara, dann habt ihr das Problem, dann fahrt ihr einmal Akku leer und dann müsst ihr euch überlegen, wie es weitergeht. Ja? So, ihr könnt natürlich auch immer neuen Akku kaufen. Freuen sich die Akkuhersteller. Ja? Okay, dann haben wir hier diesen Brachial-Akku. Wie gesagt, der ist ein bisschen größer, durch das, dass er 15.000er ist, wie der andere. Aber ansonsten ist es das gleiche Modell. Ja? Für alle, die das andere Video nicht gesehen haben, ich verlinke es einmal über mir, könnt ihr auch reinschauen. Dann haben wir wieder das Thema Öl. Das wird wahrscheinlich das gleiche sein. Das ist das gleiche. Also gleiches Problem. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, wiederhole ich es nochmal. Warum ist das hier jetzt nicht so? Oder weil es zu zähflüssig ist und für diese Pumpe eigentlich nicht geeignet. Okay, ja. Das heißt, du füllst Besseres ein? Besseres, feinflüssigeres oder beziehungsweise ja dünnflüssigeres Öl, dass das einfach alles viel weicher läuft. Okay. Damit es keine Überschneidung bekommt, die ihr bestellt, beim Sigi und bei Markus, da ist das nicht mehr mit dabei, weil die sind schon aufgefüllt, oder? Genau, die werden befüllt, komplett fertig gemacht, dass das Ding wirklich einsatzfähig ist. Perfekt, also das ist wie gesagt nur da dabei und wir haben schon geklärt gehabt, Verbrauch hat man im Endeffekt keinen, das heißt, ich brauche jetzt nicht so einen Liter Hydrauliköl beiliegen eigentlich, denn wenn die dicht sind, verschleißt es jetzt nicht so. Ja? Und wenn irgendwo mal was ausläuft, einfach melden, Dann bekommt ihr Ersatz. Was haben wir noch? Wir haben wieder Werkzeug mit dabei. Ja, 1,6 mm und 2 mm, glaube ich, ne? Für 6-Gang-Schlüssel. Ja, genau. Ja. Das ist auch interessant, immer die gleiche Firma eigentlich, aber in jedem Paket liegen andere Schlüssel oder andere Werkzeugsets dabei. Nur als Beispiel, zuerst war es ein Imbusschlüssel bunt. Ja, genau. Und da haben wir natürlich jetzt diese also absolut top hochwertigen Imbusschlüssel, also muss ich sagen, sind sehr empfehlenswert. Sehr präzise, macht fast keine Schrauben mehr rund, alles top, also super. Dieses Top-Werkzeug, muss man ehrlich sagen. Ist mit dabei? Ja, Spritze natürlich zum Öl auffüllen, das braucht es ja nicht, aber das ist alles dann gemacht. Okay, aber die ist schon eher die Einlaufspritze. ich hab's gerade gedacht, genau. Für den Hebesenkeinlauf, oder wie heißt das? Nein, wie viel geht denn da rein in den Tank? Ich müsste dich jetzt anlegen, ich glaube 350, 400 Milliliter. Ja, okay. Also da bringst du ein bisschen was rein. Gut. Ja, ich dachte schon, weil wenn ich jetzt hier 20, 30 Milliliter, dann wäre natürlich so eine Spritze schon eine Hausnummer. Es kommt noch viel mehr. Oh, was ist denn da alles drin? Wir lernen es mal aus. So. Wir haben wieder GPS, habe ich gelernt. Jawohl. Nicht funktionabel. Ganz wichtig, das ist nur Deko. Ich pack's diesmal nicht aus. Die Schraube ist übrigens aufgetaucht. Ja, wer sich das gefragt hat, die Schraube aus dem letzten Video, die ich da irgendwie verschüttelt habe, ist wieder da. Hier sind gar keine drin. Doch, die müssen schon drin sein. Sind vielleicht in den. Da. Was? Die haben hier so ein Schraubenpäckchen mit dabei. Ja, genau, das stimmt. Da sind keine mit dabei. Dann denke ich mal, sind sie da mit dabei. Ja. Die lernen dazu. Die haben ein Video gesehen und haben sie gedacht, wenn der Florian hier die Dinger mal auspackt und die Schrauben verliert, packen wir die lieber einzeln ein. Also hier so ein ganzes Schraubenpäckchen. Kann man auch gleich mit da runter tun. Was war das Öl? Das ist der Luftfilter. Ein Luftfilter? Das ist ein Luftfilter. Der hat aber auch keine Funktion. Das ist halt. Nein, das ist nur, genau. Und dann hat er noch natürlich eine schöne Antenne mit dabei fürs GPS. Also soll deine Idee. Eine Funkanfänger sein. Muss ich ehrlich sagen, habe ich bei meinem Backer nicht, weil ich habe so einen Backer selber, das weißt du ja, Florian. Genau. Und ich denke, dass dieser ganz normale Funkanfänger darstellen soll, die kommt wahrscheinlich aufs Dach oben drauf. Ne? Okay. AM, FM. Ja, genau, zum Beispiel. Also die hat keine Funktion, das ist nur fein. Ne? Genau. So, jetzt muss ich selber sagen, jetzt bin ich ein bisschen vom Kopf geschossen gewesen, ich weiß nicht, was das ist. Hat der einen Rauchgenerator? Richtig, genau so ist es. Der hat einen Rauchgenerator und das ist das Rauchöl dafür.
Okay. Das ist das dann, wenn er richtig Weißqualmen tut. Ne? Wer es mag, okay, kann es reintun. Ja, natürlich. Ich habe mal jetzt rausgebaut. Ich weiß von den anderen Carbolite, die, oder bei den ersten Hunia-Modellen, das hat so einen ganz tollen Geruch gehabt. Ja, das heißt, es riecht nicht, das raucht nicht nur weiß, das riecht auch. Weiß. Ne? Ja, es riecht nicht unbedingt weiß. Ja. Ne? Genau. Wer sich da reinschütten will. Also, wer ich aber auch nicht einfüllen, das muss jeder selber machen, weil das ist dann etwas in dem Tank, das kann auslaufen, das muss dann jeder selber machen. Also da halte ich mich außen raus. Ne? Das ist aber beschrieben in dem Dings drin, in der Beschreibung ist, glaube ich, ist mit dabei, wie man den befüllen wird. Okay. Ist kein Problem mehr. Aber ich befülle es definitiv nicht, den probiere ich auch nicht aus, weil die funktionieren normalerweise eigentlich alle. Ja. Okay. Ist mit dabei? Genau. Bleibt auch mit dabei. So, jetzt haben wir nochmal Kettenglieder, oder? Ja. Drei Kettenglieder. Mit Bolzen sind damals auch mit dabei. Die Bolzen waren, glaube ich, ein Schraubenzeug so. Mit dabei. Das sind die Aufstiege für den Bagger. Der hat an der Seite Aufstiege. Mhm. Muss man selber hinschrauben. Ich könnte sie hinschrauben, aber das soll jeder selber machen. Das ist ein bisschen das Modell kennenlernen. Das ist klar, aber das sind vier Schrauben, da ist eine Leiter mit dabei für außen. Okay. Ist auch, glaube ich, sauber beschrieben. Kann man, glaube ich, jeder selber machen. Weil nicht, dass wenn dann irgendwas verbogen oder kaputt die geht. Die kommen ans Fahrwerk, oder? Ans Fahrwerk, genau. Die können wir dann weiter unten ans Fahrwerk hin, das hängen wir vielleicht beim wir anderen. Wir zeigen es euch nachher. Ja, weil bei dem anderen haben wir es auch nicht dort. Das sind jetzt auch, warte mal schauen, was ist denn das so alles? Die sind Hülsen für die Hydraulikschläuche und Dichtungen. Also diese Klemmhülsen, dass der Schlauch auf dem Nippel drauf bleibt. Dass der Schlauch auf dem Nippel bleibt. Genau. Wir so eine Hülse. So. Okay. Jetzt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist, pass auf. Da ist aber Ersatzteil oder muss ich das noch ein? Nein, das ist Ersatzteil. Okay. Das ist Ersatzteil. So, das ist, was ich wieder einbauen muss. Das ist die Leiter, die Aufstiegsleiter auf dem Oberwagen. So, warum ich das aufmache, ist eigentlich nur wegen dem da. Und zwar sind wieder zwei Nippel drin, also zwei Verschraubungen drin. Die rote ist für die Öleinfüllung und der schwarze ist wieder diese Belüftung. Mhm. Die Belüftung muss reingebaut werden. Der Tank darf keine, weil, Erklärung. Das Hydrauliksystem, durch dieses in den Herfahren von dem Hydrauliken, würde sich ein Systemdruck aufbauen. Und das wollen wir ja vermeiden, sonst habe ich ja irgendwann mal irgendwo Leckagen, das muss ja nicht sein. Und dadurch verhindere ich das, dass im Tank dann ein Systemdruck entsteht. Bitte nach dem Erhalten das reinmachen. Ich mache euch die Blindschubsleiter, dass man da explodieren kann, dass wenn der Postbot, falls er ihn überhaupt zum Umdrehen bringt, dass er nicht auslaufen kann. Und ihr macht dann bitte diese zwei Sachen rein. Mhm. Fertig. Okay? So, und da sind die Schrauben dann auch mit dabei, also das ist die Leiter. Das ist eigentlich selbsterklärend. Das ist irgendwie der Handlauf, da sind die vier Löcher drin und da sind die vier Schrauben mit dabei. Also das ist eigentlich alles immer sauber verpackt, ist alles beieinander. So, da kommt das rein, gut, fertig. So, also, so schön schaut es noch gar nicht aus, oder? Ja, also bis jetzt ist alles gut. So. Bis jetzt ist alles gut, also bis aufs Hydrauliköl, das wie gesagt normal eben nicht mit dabei ist. Fernbedienung. Ist die gleiche wie bei dem 350er, nur diesmal halt verpackt. Ne? Eine Paladin EV Light. Richtig. Schauen wir uns nachher auch nochmal an. Genau. Die müssen wir bitte auf Seite. So, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Das wäre jetzt das Schlimmere. So, nehmen wir mal da oben die Abdeckung runter. Okay. Nehmen wir den mal auch raus, jawohl. Dass ihr mal seht, wie das überhaupt aufgebaut ist. So. Also der ist wirklich absolut top verpackt. So, jetzt machen wir folgendes, Florian, wir stellen die Box runter, dann heben wir raus und stellen dann direkt auf die Straße. Ich glaube, das ist einfacher. Moment, nehmen wir bloß die unteren Finger. Warte mal, dann nehmen wir den großen. Florian, da kann man nämlich gar nichts verkehrt machen. Okay. Jawohl. Ja. Hält es der Tisch aus? Ich hoffe, wir werden es sehen. Wer weiß, gesamt drauf kommt, das geht schon. Wir werden jetzt leichter um 20 Kilo. Ja, genau. Bloß mit 30. Den tollen Koffer. Das müssen wir aufpassen, weil da ist kein Öl drin. Achso, okay. So. Perfekt. So, ja, also. Der Koffer ist jetzt leer. Genau. Da könnt ihr ganze Leute drin verschwinden. Ich wollte gerade sagen. So, den stellen wir kurz hier hinten. Drehmechanismus ist auch super. Ja, also das ist total genial. Nur ein Tipp von mir. Das Ding ist wirklich nicht leicht und vor allem gerade mit dem Koffer. Ich habe bei meinem Koffer unten im Baumarkt vier Lenkrollen geholt, habe die unten reingeschraubt mit Bremse, also zwei mit Bremse. Und reingeschraubt, da kann ich das Ding wirklich überall hinschieben. Perfekt. Das braucht niemand, absolut top, geht dir besser.
So, das ist super. Wo ist unser Messer? Hier hinten. So, dann schneiden wir mal auf. Komm, ich ziehe mal da vorne gleich was auf. Schau her. Ach, das ist doch mega. Das ist schon. Also, ich muss sagen, das ist. Ich packe gerne Sachen aus. Immer wieder. Ja. Das hat auch so ein bisschen was wie die Schutzfolie vom neuen Handy abziehen. Das ist schlimm, ne? Ah, ich hab vergessen. Ja, der hat. Ja, kein Öl drin, da ist alles leer. Auch der Zylinder ist nicht eingeklemmt. Wir müssen schauen, der Bolzen steckt da drinnen. So. Schauen wir mal, alles, das ist alles gut gepolstert. Wird natürlich am Schluss wieder sauber eingepackt. Und natürlich nicht mit Folie, weil ich denke, das macht keinen Sinn. Ne? Nee, weil da geht es ja darum, dass der wirklich einfach vom Öl aus, vom Auslauf ein bisschen geschützt ist. Schalten wir mal durch. So. Vorsichtig wegmachen, nicht dass hier da. Genau. So, lieber Flori. Warte, schau her, machen wir es so, dann geht es leichter. Ach nee, lass den mal drauf liegen, oder? Den lassen wir mal da drauf liegen, genau. Jetzt machen wir bloß mal uns, dass wir den Zylinder vielleicht gleich einhängen. Du kannst mir mal diesen schönen Steckschlüssel geben, den 2 mm, glaube ich, brauchen wir. Den hier? Ja, genau. Also so. Kommt der Manager so, bei euch auf genau. Den Karton an? Also jetzt nicht von euch, sondern zu euch? Zu euch. Auch wenn ihr was braucht. Haben wir noch größeren auch noch drin? Ja. Genau, den Zweier brauche ich. Ja. Ich und Augenmaß. Gib mir mal den Zweierschlüssel. Ja, aber wer lesen kann, ist kein Großteil, das weißt du nicht. Was ist denn ein Schlüssel? So, also. Der ist jetzt aber, da waren jetzt keine Schlüssel mit dabei, da hätte ich einen Schlock. Doch, ja. Die müssten auch mit dabei sein. Waren die vielleicht in dem Zusatzpaket? Es kann sein, dass irgendwie in unserem Zusatzpaket die Schlüssel mit dabei sind. Ah, okay. Aber also das sind normalerweise, weil das ist auch absperrbar. Nee, nein, das ist nicht absperrbar. Also es ist nicht absperrbar. Das, ist nicht das heißt, aber nee, man kann einen Schloss einhängen. Schau, du hast da eine Öse, du hast zwei Ösen dort, wo man einen Schloss einhängen kann. Genau. Ja, sonst haben immer die Servicetechniker den Zugang. Gell? Ja, sonst haben wir immer die gleichen Schlüssel, ne? Das wollen wir dann doch vermeiden. Ganz genau. So. Also. Das ist so ein dickes Bolzenschloss. So. Genau, wie wir es früher gehabt haben. Das ist dann gut, wenn ihr Rollen unten drin habt, dann kann es, wenn es einer klaut und da die ganze Kiste mit einer Dampfsperre ist. Perfekt. So, warte mal, wir müssen jetzt bloß da hinten noch die zweite Scheibe mit reinmachen. Also ihr seht, Plug and Play ist es nicht. Man muss tatsächlich direkt ran. Ist das beschrieben? Nö. Nee. So. Aber ich denke mal, das ist selbsterklärend. Gut, normalerweise, ich brauche sowieso nichts machen, weil ihr bekommt ja von mir den Bagger komplett zusammengebaut. Ja, genau. Also wenn er von dir bzw. von mir. Wir wollen euch nur Markus zeigen, wie der Bagger wirklich eigentlich am Auslieferungszustand ist. Nicht, dass ihr meint, Mensch, der Herr Natterer, der ist unverschämt teuer. Nein, der ist nicht teuer. Der bietet euch einen Service, den ihr nirgends bekommt. Ja, weil ihr seid euch am Schicksal selbst überlassen, ihr könnt dann umeinander heulen und dann heißt ja, da müssen wir halt auf China zurückschicken, das gibt's bei uns nicht. Ich bin der Ansprechpartner für technische Fragen, für Probleme, ja, und ich bin auch, oder wir sind gewillt, dass wir euch immer helfen. Na, was ist mit dir? Was machst du denn jetzt für Zeug? So, kannst du gleich mal offen lassen, können wir gleich mal darüber reden. Der kleine Pumpe da, Flori, wo du siehst, ja. Da ein Carbolite draufsteht, das ist der Rauchgenerator. Ah, okay. Mini Air Pump. So, also. Sehen wir das? Ja, das weiß ich nicht. Warte mal, geh mal gucken, ja? Geh mal gucken. Sonst, warte mal, wir können auch dann das Ding unten reinlegen. Ja, sieht man relativ schwer. Warte mal, dann legen wir da was unter. So, jetzt. Mach's hochkant, dann geht's noch besser. So. Genau. So, also. Jetzt sehen wir was. Bin ich mir sicher. Das ist die Luftpumpe sozusagen, wo du den Raum lässt. Der ist auch drehzahlabhängig, beziehungsweise ich kann den halt über einen Drehpulti kann ich die Drehzahl einstellen, dass der ein bisschen mehr raucht oder weniger raucht. Okay. Da ist die Elektronik, wo das steuern wird, und dieser rote Poppel, das ist die Befüllung für diesen Rauchgenerator. Zieh ich den raus?
Oder genau, einfach nur das ist nur ein Gummistöpsel. Genau. Okay. So, einfüllen, fertig. Vorsichtig bitte, wenn zu viel drin ist, dann qualmt er nicht. Weil dann sauft er ab. Das ist wie, ja, ich ertränke das Ding. Da brauchen wir bloß, da reichen ein paar Tropfen und dann qualmt das Ding schon wie Hölle. Ne? Mal schauen, vielleicht haben sie sogar ein bisschen was drin, dann können wir mal kurz starten. Aber ich sage, ich bin ja nicht so der Freund davon. Mhm. Ne? Da ist ein gut Zaumkontroll ist immer besser als wie so ein Zeug. So, gut. Dann haben wir da natürlich wieder genau diese Punkte. Jetzt müssen wir gleich mal schon mal schauen. Da ist ein Birnstöpsel, das ist diese Transportauslieferung. Also den lasse ich euch drinnen und da ist wieder diese geschraubte Birnstöpsel. Mhm. Da kommt dieser rote Bobbel rein, wo wir gerade gesehen haben, und da kommt dieser schwarze mit Gewinde rein. Okay. Weil da ist kein Gewinde mehr drin, das ist praktisch nur, nur ein Steckbolzen. So, also ein Loch, wo eigentlich nur ein Gummistöpsel reinkommt. Der rote war auch ein Gummistöpsel, oder? Genau, das ist ein Alu mit O-Ring. Okay. Wunderbar. Gut. So, gut, Rundumleuchte haben wir wieder. Auf der gleichen Seite, da drehen wir dann über, da seht ihr auch die GPS-Antenne, die sie ja dran. Schaut auf jeden Fall besser aus. Ja, klar, ist die, ist gehört ja auch rot? Ja, natürlich. Okay. Das ist immer, rot ist immer wichtig. Ja. Ne? Ja, nein, ich finde jetzt, also optisch muss ich jetzt sagen, habe ich einen weißen, schwarz-weißen Bagger. Da fand ich jetzt den schwarzen gar nicht so schlimm, den schwarzen Gummistoppen. Warte mal schnell. Ja. Der hat nur den schwarzen drauf. Ja, klar, das Er leuchtet halt in Rot, ist okay. Also, ihr könnt wahrscheinlich aber auch den drauf lassen. Oder? Ja, natürlich, würde ich auch gehen, aber von der Optik her, weil der schaut halt aus wie ein Tankverschluss. Okay. Ja. Also, Entschuldigung, aber wir müssen das ja schon richtig original machen. Wie in sagen Rot. Die immer? Scale. Ja, Scale. Ja, da kann ich ja umlackieren, wenn ich ihn in Schwarz haben will. Ja, genau. Müsst aber auch den Farbton treffen, gell? Ja. Also, original Carbolite Farbton, sonst ist es. Sonst seid ihr da durch. So. Also, okay. Gott, wir driften wieder ab. Den Gummipropfen raus, roter Gummipropfen rein, genau. Und die andere Schraube rausdrehen und das Entlüftungsventil, das schwarze, reindrehen. Ja. Das passt. Gut. So. Wenn wir hier schon offen haben, genau. Wir sehen hier, das ist der Auspuff, da qualmt er auch raus. Richtig, da geht der Gummischlauch. Ja, und was ist schon drin, gell? Ja. Das merkst du auch. Deswegen sage ich, ich mache das Zeug nicht, weil das überall im ganzen Fahrzeug übereinander ist. So, der Schlauch geht da unten rein, geht da hinten über den Auspuff raus. Da müsst ihr sogar sehen. Ja, genau. Da sieht man sogar den Gummischlauch und dann qualmt er da hinten raus. Perfekt. Dann haben wir die Empfänger, zwei Stück. Richtig, zweimal 12 Kanal. Ja. Macht 24. Einer weniger, oder? Ne, der hat 24, der hat wirklich 24, okay. Aber du kannst nur 18 bedienen. Okay. Ja, aber gerade bei dem Soundmodul zum Beispiel, da werden die praktisch miteinander verkumpelt über diesen Mischer. Der ist praktisch da innen drin so gelegt, dass der Mischer praktisch diese Hydraulikfunktionen, dass er ja jede Funktion praktisch anfahren. Da gibt es ja auch andere Hersteller, da brauchst du dann wieder spezielle Fernbedienung, dass das funktioniert. Und unsere Freunde aus Fernost, die machen es so, dass man halt auch mit der normalen Fernbedienung machen kann. Richtig. Ja? Nee, also ist mit meiner, ich habe das auch mittlerweile auch mehrmals jetzt schon woanders verbaut. Mhm. Ich muss sagen, absolut top. Was wichtig ist oder was man halt brauchen kann oder sollte haben oder was die Fernbedienung haben sollte, das sind eigentlich diese Mischfunktionen. Weil dann habe ich halt wirklich diese. Aber da reicht halt nicht nur ein Mischer, sondern man braucht halt richtig Mischer. Richtig, genau. Also genau. Ich sage ja, egal ob du jetzt beim Fahren brauchen wir jetzt keinen Mischer, aber wir brauchen es eventuell für die Hydraulik. Mhm. Da kommen wir noch später dazu, das habe ich ja beim Grüner schon gesagt. Ja. Und was halt dann wichtig ist, dass wir halt, wir haben jetzt 1, 2, 3 Funktionen, Schnellwechsel natürlich, 4, Zusatzhydraulik, 5, 6. Also das heißt, ich brauche da schon 5, 6 Mischer, dass diese Geräusche eigentlich immer, also dass das Gas praktisch dann mit nach oben geht, beziehungsweise runter geht, muss ich das praktisch mit ansteuern, beziehungsweise mit auf den Mischer legen. Ne? Okay, ja, da ist man ja mit der Paladin eigentlich bestens bedient. Gell? Ja, da habe ich alle Einstellungen, geht alle Funktionen, genau. Alle Mischer. Okay, so. Also Empfänger, Soundmodul. Soundmodul, richtig, jawohl, genau. Ist eh alles schon angeschlossen. Da braucht man eigentlich nichts machen, das ist alles tippitoppi. Was wir jetzt mal schauen müssen, ich glaube, normalerweise sollte man ja eigentlich nur zum Spaß das Originalöl reinfüllen. Können wir machen. Weil ich bin am überlegen, ob wir uns die Arbeit machen oder ob man den nicht gleich richtig befüllen kann. Du bist der es nachher wieder rausmachen ja, muss. Ja, genau, genau um das geht's. Aber wir können ja Mais reintun, weil dann haben wir die Arbeit eigentlich weg. Ja. Und
trotzdem die Einstellung so lassen, wie der ausgeliefert wird. Dass die einfach sehen, was dann passiert. Können wir gerne machen. Ja. So, machen wir kurz einen Break, holen wir das Öl, oder? Ja, genau. Wir gleich weitermachen. Nein, wir machen das jetzt einmal schnell. Wir füllen mal schnell Öl nach und dann geht's gleich weiter. Jawohl, dann bis gleich. Also, Öl haben wir eingefüllt. Jawohl. War geil, oder? Wie Öl sind die Büchse auffüllen, oder? Absolut. Hat grandios funktioniert mit dem Schauglas hier an der Seite übrigens. Genau. So. Wenn man nicht zwei blinde Augen hätte. Genau. Ich würde sagen, wir erklären jetzt noch schnell, was er alles für Komponenten drin hat. Stellen wir runter, dass wir die Seite sehen. Die wir. Genau. Und dann können wir gleich mal die drübe Seite machen. Gut, Strennschutzgitter ist klar, vorne und oben. Was natürlich wieder mega ist. Warte mal, wir stellen das mal schnell runter. Oben war jetzt eigentlich nichts mehr, gell? Nee, das haben wir ja erklärt. Passt alles? Das passt alles. Das ist alles genau. Deko. Okay. Genau. Also, da müsst ihr normalerweise nicht rein, weil der Bagger ja den Ein- und Ausschalter hat er auf dieser Seite. Okay. Ne? Da hat er ein ganz normales Batteriefach drin. Ah, da kommt die Batterie. Da kommt die Batterie rein. Mhm. Und er hat da unten auch eine Anzeige drin. Für die Batterie? Ja, da hat er da unten. Okay. Das müsste normalerweise, bei meinem sind es noch gelbe LEDs und der müsste eigentlich schon blaue haben. Okay. So, Akku rein, einschalten und dann zeigt er an, wie voll der Akku ist. Ne? Mhm. So, dann haben wir auf der hinteren Seite, haben wir nämlich auch noch ein kleines Fach. Da muss ich gleich selber schauen, was hat. Der hat das Druckmanometer drin. Genau. So. Jetzt kommt das Druckmanometer, ist ein analoges und wir haben beim tollen, mega geilen 970er Bagger ein Display. Moment bitte. Im Display zeigt er uns an die Stunden, was er gelaufen hat. Der zeigt uns die Voltzahl an und den Druck im Digital. Der funktioniert, das Display? Der funktioniert und zwar zu 100%. Okay. Ich blende euch das nochmal im Detail ein. So. Das Foto. Also, das heißt, ich habe eigentlich die totale Überwachung von dem Bagger. Okay. Ja, also, meine ehrliche Ansage ist, es gibt nichts, was den momentan schlagen kann. Okay. Nichts und niemand. Also, ich habe meinen jetzt seit, ich glaube, knapp ein halbes Jahr, 75 Stunden raufgefahren. Der läuft wie am ersten Tag. Okay. Ich habe keinen Ölverlust, ich habe keine Undichtigkeiten. Das Ding ist einfach nur perfekt. Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Und was mich an dem Bagger fasziniert hat, es war eigentlich auch der erste Bagger, wo ich mich gekauft habe, weil ich gesagt habe, ich möchte wissen, was die können. Und ich muss sagen, Hut ab, was die aus diesem Modell gemacht haben. Alleine diese Hydraulikanschlüsse kannst du bei keinem Modellbauer, wo ich kenne, so kaufen. Okay. Das nennt man in der Fachsprache, in der wirklichen Baumaschinenwelt ist es ein SAE-Flanschanschluss. Das heißt, ich habe einen 4-Schrauben-Anschluss mit einem O-Ring drin, den presse ich auf eine flache Fläche drauf und somit dichtet er ab. Okay? Okay. Jetzt muss ich gerade gucken, ist es normal? Du kannst keine Verbindung. Doch, er ist einfach gesteckt und gepresst. Einfach nur gesteckt und Presslöse drauf, fertig. Okay. Bei dem ist das wirklich also voll verschraubt mit 4 Schrauben. Verschraubt mit 4 Schrauben. Und die funktionieren auch richtig. Okay. Ich habe das getestet. Absolut mega geil gemacht, absolut top. Mehr Realisation oder mehr Scale, wie sie immer behaupten, diese tollen Freunde, sage ich, geht wirklich nicht mehr. Und leistungstechnisch, ja, ist, weil er wirklich mehr als wie Scale ist. Der hat sogar, was keiner weiß oder glaube ich noch nie angesprochen worden ist, der kann den Hauptarm zurücksetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Arten von Bauarbeiten habe, das gerade zu früher geben, kann ich diesen Arm versetzen. Dadurch wird diese Länge bzw. diese Weite von dem Arm verändert. Mhm. Ja, kann ich da zurücksetzen. Habe ich separate Löcher drin, dann muss ich die Bolzen ziehen, kann ich nach hinten versetzen. Ja, ist alles original drin, ist machbar bei dem Bagger. Cool. Ja. Ich sage euch ich habe den Bagger schon 100 Mal zerlegt, weil ich für mich sowas interessiert. Ich kaufe nicht das, dass ich nur spiele, sondern ich möchte diese Technik verstehen. Die haben wie im Original, wir stellen das bitte mal nochmal auf, vielleicht sieht man das soweit. Dieser Block
Da sieht man einen schönen Block drin. Dieser Block ist wirklich nur ein Verteilerblock. Das heißt, ich klemme da wie im echten Bagger meine Hydraulikleitungen drauf. Okay. Nach hinten gehen die anderen Leitungen und am Batteriefach durch, gehen auf den Steuerblock drauf. Okay. Also, das heißt, ich habe nicht so ein Kabelwirrwarr im Endeffekt, das von vorne bis hinten, wenn ich irgendwas machen will, sondern ich habe jedes Teil einzeln angeschlossen. Richtig. Ja. Auch wieder geschraubt? Alles geschraubt, wie bei dem auch. Ich glaube, bei dem ist es ja so, doch, die haben auch... doch, sind Imbusschrauben. Mhm. Der ist mit dabei, der 1,5er, sind 2 mm, also M2er Schrauben. Genau. Könnte er sein, war eine Vermutung. Also von dem her, tippitoppi, schwenkt man, du hast jetzt zwischendrin Motor, also alle Antriebe da drin, wie bei dem 350er. Braschelsmotoren, auch sehr gute Regler drin, lassen sich sehr fein fahren. Vorausgesetzt, ich habe ihn in den Finger gehabt. Wer hat eingestellt? Wer ihr da hat, gleich sehen. Bei mir ginge, dieses Video wird für euch gemacht, dass ihr wisst, was passiert, wenn ihr den einfach aus dem Netz kauft. Egal von wem, von wie, das macht es ganz egal. Genau. Also ihr seht, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht auszupacken. Ja, dann musste man aber schon anfangen. Also wir sind ja immer noch nicht beim Fahren. Der läuft immer noch nicht. Ja. Also wir haben jetzt Öl nachgefüllt. Ihr habt es ganz kurz gesehen. Das ist auch nicht einfach mal mit dem Fingerschnipsen da reingefüllt. Zumindest für mich nicht. Ja? Und deswegen, ja, man muss immer ein bisschen was machen. Ist auch prinzipiell nicht verkehrt. Wir sind ja trotzdem noch Modellbauer. Aber out of the box einfach sagen, so, ich habe ihn jetzt endlich hier. Ich meine, das Ding ist ja auch unwahrscheinlich lang auf dem Transportweg, wenn ich den jetzt irgendwo anders bestelle. Der kommt ja dann nicht aus Deutschland, sondern der muss dann irgendwo weit hergeschippt werden. Und dann warte ich ewig lang, packe aus und dann muss ich das noch und da noch. Mhm. Das ist übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, nicht in der Anleitung drin. Also es steht jetzt nirgendwo, bitte schließt das da an, was ich da jetzt für einen Bolzen brauche, für eine Schraube brauche oder sowas. Sondern das muss ich mir halt jetzt nochmal kurz selber zusammendenken. So, richtig. Ich würde sagen, jetzt... Entweder drehen wir jetzt gleich mal so blank über oder wir warten, bis er läuft und dann schwenken wir nochmal rüber, dass wir dann die andere Seite anschauen können, weil die Seite ist jetzt eigentlich durch, da haben wir alles erklärt. Genau. Tür ist zum Aufmachen, klar, ist natürlich wichtig. Ach, was der hat da noch ein Dings drin, da sind diese Ein-Ausschalter für diese Braschelsregler drin. Ja, ist eigentlich nichts, wo man was reintun kann. Dafür haben wir aber da auf der rüberen Seite, wie beim anderen auch, ein mega geiles Staufach. Also das heißt... Ich habe natürlich ein Vierer Gehänge drin, weil man muss ja immer Bergung machen. Und das ja, natürlich. Von diversen Fahrtage haben wir ja natürlich auch das im, als Original. Der hat jetzt natürlich diese große Pumpe drin. Ich bin jetzt echt am überlegen, komm schon, ich glaube, wir drehen den doch schnell rüber. Okay. Pass mal auf, wenn man den einfach so auf den Dienst dreht, genau so. Ja, das geht schon. Genau. Nicht, dass wir hier den Tisch zerlegen mit diesem riesen Eubel. So. Ja, der hat immer noch keinen Druck, gell? Ja, wir haben Öl eingefüllt. So, wie beim anderen auch, Ölkühler. Mhm. So, und da ist natürlich das Oberhighlight Ölfilter. Mega geil, Schraubfilter wie im echten Original. Und dahinter sieht man die Pumpe. Das ist jetzt diese 1200 Milliliter Pumpe. Mhm. Natürlich auch wieder ohne diesen Vorsatzgetriebe. Okay. Und da oben an dieser Schraube, da kann ich mir Druck einstellen. Ja? Bitte lasst den Finger davor weg, ich stelle euch den so ein, dass er passt. Weil er ist wirklich, also ich lasse ihn maximal mit 35 Bar laufen. Ich sage, das reicht, kostet ihm von der Akkulaufzeit her relativ wenig, weil viele meinen, sie müssen auf 50 Bar hochdrehen. Irgendwann sagen die Leitungen dann auch, nee, funktioniert nicht. Ja, klar. Ne? Also ich sage, 35 Bar ist eigentlich eine Top-Einstellung. Wir haben das probiert. Das ist doch eh schon eine Hausnummer, oder? Ja, 35 Bar. Hundertprozentig. Also das ist... Was wollt ihr damit machen, gell? Richtig, ist, Haus abbrechen oder so. Ja, gut. Mach keine Witze, weißt du was? Ja, die kommen ab, die tust nicht hin. Wir stellen den Abruf, haben wir bei dir und dann alles gut. Gibt's los. Nein, aber 35 Bar, ich glaube, man will es ja auch irgendwo in einem Rahmen halten, wo ich sage, jetzt habe ich so ein wunderschönes Teil, ich muss jetzt nicht auf Gewalt dann irgendwelche Leitungen sprengen oder jetzt irgendwo dann nochmal was kaputt machen, deswegen. Aber man könnte es ist, aber jetzt kommt er, wie eingestellt kommt er? Normalerweise müsste der haben 38, 40 Bar. Also der kommt also relativ, ist sehr, relativ gut eingestellt. Also ich mache vielleicht nur die Feineinstellung, aber ansonsten kann man eigentlich fast, also von dem, das werden wir es gleich sehen, wir sehen es dann gleich. Ist der Ölfilter, ist der funktional? Ja,
Der funktioniert. Muss ich den noch wechseln? Nee, reinigen. Der ist sauber machbar. Also den okay. Bremsenreiniger durchwaschen. Also okay. Normalerweise sagt man, ja, früher hat man immer gesagt, alle 50 Stunden, alle 15 Stunden, ganz ehrlich, das fahre ich ja am Tag schon drauf. Ja, okay. Also würde ich ja nicht mehr fertig werden. Also ich habe das getestet, meiner hat jetzt 75 Stunden drauf. Ich habe jetzt letzte Woche bei mir auf dem Tisch drin gehabt, habe einmal alles durchgeschaut, ob wirklich alles dicht ist, dass ich mir irgendwas behaupte, was nicht stimmt. Filter rausgemacht, der war total tippitoppi sauber. Okay. Ja, wir haben keine Abriebpumpe, nicht wie man es früher kannt hat. Ich wollte gerade sagen, du kennst es von deinem Bagger, ja. Und es ist schwarz wie Motorenöl. Ja, deswegen frage ich, weil ich dann, absolut tippitoppi sauber Öl, ja. Das war wie es eigentlich eingefüllt habe. Also okay. Ganz schön. Also, muss ist, also da kein Problem, aber man kann es mit Bremsenreiniger einfach ja, sauber aus, machen und wieder reinsetzen und fertig. Aber. Es gibt, glaube ich, sogar Ersatzpatronen, habe ich mittlerweile gesehen. Der kostet, glaube ich, 5 Euro oder 4 Euro, keine Ahnung. Aber ich sage mal, Durchwaschung fertig. Das ist okay. Okay. Ne? Aber das ist ja stark. Gut. So, ja, also wir sind nicht mehr weit weg von einem echten Bagger. Nein, der ist schon mega, muss ich sagen. Ne? Also ich würde sagen, Flori, wir versuchen jetzt einmal das Ding zu starten. Ne? Jawohl. Was hältst du davon? Schauen wir mal. Also, nochmal. Wir haben den Bagger live ausgepackt, so wie er kommt. So, jetzt stecken wir mal den Akku da ein, bitte. Oder lass mich das machen. Ja, bitte. Das du kannst doch nicht die Fernbedienung auspacken, wenn du magst. Ich stehe hier rum und gucke hübsch aus. Ja, genau, du machst einen guten Eindruck. Ich bin die Showdame des Hauses. Ah, okay, warum ist der eingeschalten? Da hat wieder jemand rumgedoktert. So, okay. Also, wir kennen natürlich. Aber das hier sind die schönen Aufkleber. Die kannst du dir mit. Also, auch wenn ihr dieses Modell hier mit irgendwelchen genialen Fleißgeil-Aufklebern kleben wollt. Genau, da, den nochmal raus. Da. Das ähnlich ist das gleiche wie die andere. Da müssen wir jetzt bloß schauen, weil ich natürlich immer meine eigene Einstellung mache, was halt sinnvoll machen wird. Startzimmer, schauen wir, ob Strom da. Oh ja, also geht an, haben wir auf jeden Fall Strom drauf. Schauen wir mal, was sie gesagt hat. Könnte natürlich auch sein, dass ihr mal eine Leere kriegt, je nachdem, wie kalt es natürlich ist. Ja, ja, Gott, viel Strom hat sie ja nicht, aber es müsste reichen, dass wir zumindest mal laufen lassen können. Drehen Sie mal bitte ins Bild. Wir können bei der Fernbedienung, da hat oben im Display, sieht man ein Modell, das kann ich umstellen. Also ich, wenn ich es eingestellt habe, kommt da schon mal Bagger rein und kein Kranwagen. Ja. Weil dann muss das rein, was das drauf ist. Jetzt, okay. Das kann ich umstellen, ist kein Problem. Das ist ein Bild von einem Kranwagen. So. Pass auf, es macht. Ist das ein Touch-Display? Ja, natürlich. Mensch, hast du wieder übernommen. Jetzt habe ich wieder drauf getoucht. Ja. So, pass auf. Zu meinen Zeiten gab es das. So, jetzt schalten wir mal ein, dann schauen wir mal, was er macht. Okay. Also, das schaut schon mal gut aus. Okay, Akku ist eigentlich leer, hat nur einen Balken. Akku ist leer. Das heißt, wir sehen uns in 3,5 Stunden wieder. Ihr dürft euch dabei beim Kaffee gucken, oder? So, also, pass auf. Puppe, also, ich habe das gehört. Die hat uns Signal gegeben, dass alles in Ordnung ist. Normalerweise müsste, genau, also die Pumpe auch wieder, die Pumpe an. So, und jetzt fahren wir mal bitte, schauen wir, ob der, fahren wir genau an, dann ist ganz, wann der Luft drin ist. Ja, ganz einmal, hin und auf, so jetzt halt, gut. So, und jetzt den Stiel bitte fahren. So, jetzt ist die Luft gleich raus, einmal, zweimal hin und her von Flori, dass das einfach alles durchgespielt wird. Genau, einmal frei. So, jetzt schauen wir mal schnell. Das ist ein Gerät, ey. Das Gerät! Also, 39 Bar hat er. 39 3,9 mpa hat er, genau. Okay. Aber jetzt... ja gut, der Arm wird wahrscheinlich noch ein bisschen pumpen müssen oder da ist noch Luft drin, weil es jetzt also mit mehr Funktionen, weiß ich nicht, frage jetzt nicht, vielleicht ist das noch am Anfang. Also Arm und Stiel gleichzeitig war jetzt. Vielleicht stelle ich mich auch einfach, oder vielleicht muss man vielleicht noch einstellen, dass er funktioniert, ne? Das kann es sein, aber, also ich kann es, also zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du das jetzt nicht kannst, aber... ich bin halt einfach, nicht multitaskingfähig. Aber was jetzt auffällig ist, ihr werdet es dann sehen, das ist jetzt genau die Einstellung, so wie er kommen wird. Klar, wenn ich jede Funktion einzeln fahren würde, kein Problem mehr, würde ich sagen. Gut, das ist natürlich schon heftig, wenn ein Arm an so einem Bagger so runterfährt. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt dann 10.000 Euro LKW-Daten von gewissen Modellbauern
und du lässt ihn an die Schaufel runter und dann fällt der Ausleger in, also in paar Sekunden, 5 cm runter und voll auf diese Kipperbrücke. Mega geil lackiert mit Klarlack und was weiß ich alles. Ganz ehrlich, ist ärgerlich. So wie er jetzt ist, bekommt er den allerdings mit einem anderen Öl. Wir haben jetzt mein Öl rein. Also es ist, ja, verhält sich jetzt schon anders als wie im Originalöl. Okay. Bloß wir haben jetzt, wir zwei haben es eigentlich beschlossen, dass wir gesagt haben, wir machen Maiöl rein, weil sonst habe ich ja nachher wieder die Arbeit, dass man alles wieder rausfummeln muss. Ich muss die Zylinder leer machen, weil dann muss ja alles leer gemacht werden. Dann müssen auch die Leitungen leer gemacht werden. Somit haben wir uns das jetzt gespart und haben jetzt gleich Maiöl rein gemacht. Ne? Also genau. Von dem her ist gut. Jetzt heben wir mal nochmal auf. Ja, das ist genau das, was, was du gesagt hast. Wenn du jetzt den Arm hochfahren wirst, also den Arm hochziehen oder den Stiel reinfährst, dann bleibt der Arm stehen. Ja, genau. Ganz klar. Ein Zylinder gegen zwei Zylinder. Das sagt, Öl ist ja, Flüssigkeit hat er das Bestreben, immer den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen. Wie manche andere Menschen auch. Ne? Das kennst du ja. Ne? Genau. Also, und deswegen sage ich einmal, das muss man einfach komplett einstellen, weil die Fernbedienung kann das, der Steuerblock kann das, also die Pumpe sowieso, an der Pumpe liegt es gar nicht mehr, also das ist das kleinste Problem und das muss man halt, ja natürlich, ich möchte es bloß mal in der Kamera zeigen, damit ihr das versteht, weil ihr wisst ja jetzt, ich probiere das jetzt mal so, Moment, also ich fahre jetzt hier Arm hoch und sobald ich den Stiel betätige, obwohl ich den Arm eigentlich auf Anschlag hochziehe, passiert genau, nichts mehr. Richtig. Ja, also wir machen das gerne nochmal, probiere es nochmal, so, also hier hoch und sobald ich den Stiel, ihr seht, ich bleibe voll auf dem Arm und erst wenn der Stiel den Druck durch ist, geht der Arm nach. Eine runde Bewegung ist da halt nicht machbar. Also das geht nicht. Das ist was, das mich wahnsinnig machen. Vor allem für ein Modell, das echt in einem hohen Preisbereich liegt. Ja? Dafür kaufe ich nochmal irgendwie Autos für so viel Geld. So stimmt, Und jetzt kommt er schaut klasse aus. Es ist wirklich ein Highlight, aber es fehlt an so Kleinigkeiten. Es ist wirklich wahr und es ist dann traurig, weil das ist ja eigentlich das, was das Feeling dann macht, dass ich sage, boah, klar steht der super da, aber wir kaufen ja hier kein Vitrinenmodell, sondern ich will ja dann sagen, wenn ich das bediene und jetzt bin ich bin absoluter Laie, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das vielleicht in echt sein müsste, aber wenn ich schon merke, das macht so keinen Spaß, wie muss es jemandem gehen? Vielleicht sind ein paar von euch wirklich echte Baggerfahrer, die sagen, hey, das geht gar nicht. Ja. Ihr macht es einmal und ihr habt in diesem Moment den Spaß schon verloren an dem Ding. Ja? War das Ding. So. Dann muss ich doch schreien. Genau. Siehst du, jetzt ist der Akku irgendwie schon leer. Dreh den Stecker mal bitte rüber. So. Hörst du das? Ja. Der Akku meldet sich. Das ist auch neu, hat meine zum Beispiel. Ich muss dazu sagen, ich habe ja einen aus der ersten. Ach, das mal jetzt der Akku. Ja, ich denke mal, der Akku jetzt am Ende ist. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schalten jetzt mal. Also da unten sieht man ja, der grüne Knopf sagt einschalten. Da vorne habe ich die rote Anzeige. Das ist unten empty. Leer. So, wir schalten den jetzt mal aus. Wir können ja, Gott sei Dank, haben wir mir einen fertigen, aufgebauten Laden. Dann nehmen wir den schon von dem raus. Also so kriegt ihr das. Ja? Kann jetzt auch sein, dass die Fernbedienung leer ist. Die hat aber jetzt gerade noch Strom, der hier ist leer, das heißt auch den. Also, wir machen jetzt einmal den anderen Akku rein, dass ihr bloß einmal seht, wie das dann ausschaut. So, der wird dann da eingesteckt. So, okay. So, jetzt schalten wir dann nochmal ein. So, jetzt haben wir drei blaue und einen roten. Also, und ich gebe euch einen guten Tipp. Fahrt lieber, kauft einen Akku mehr oder zwei Akkus, ganz egal. Aber wenn das letzte rote blaue Licht angeht, fahrt es nur 10 Minuten, Viertelstunde, schmeißt es raus, fahrt es nicht auf Null runter, macht keiner von diesen Akkus und dann jetzt lieber nochmal öfters einen Akku wechseln. Okay. Weil das tut keinem Akku gut, weil ich kann nicht bis auf Null runterfahren, wenn es passiert. Yeah. Deswegen hat es mich jetzt gewundert, dass das Pfeifen angefangen hat, weil normalerweise meiner macht es nicht gut. Ich habe einen aus der ersten Serie, meiner hat ja auch noch keine hydraulischen Schnellkuppler dort. Yeah. Der hat, das ist einfach auch noch aus der ersten Serie gewesen. Mhm. Aber ich liebe den genauso wie erst den da. Ja? Yeah. Ich sage, der Hocker und Umleuchte, gut. Yeah. Ich stehe immer noch davor, Kettenbagger braucht keine Rundumleuchte, weil wo ein 79er lieber eingesetzt wird. Da passiert was. Da passiert was, da brauche ich keine Leute nicht drum herum. Also, jetzt probier's mal bitte nochmal, Flo. Ich schau mal wegen am Schwenken, ob das jetzt weg ist mit dem Pfeifen. Aber das müsste dann gut sein. Pumpe entscheiden. Genau, die Pfeifen nämlich weg.
Jawohl. Das Display ist schon auch heiß. Das Display also ist auch genau. Der zeigt jetzt an 25 Grad. Ich mache euch nachher ein Foto. Genau. Wir haben jetzt einmal die Temperatur, oder? Die Temperatur oben mit 25 Grad. Dann haben wir 11,5 Volt. Und da haben wir 3,7, 3,8 Volt beim Vollanschlag. Ah, ja. Entschuldigung. Ne? Und eine Laufzeit. Und die Laufzeit ist oben drum, genau. Genau, 2 Stunden. So. Gut, Leute. Der schon einlaufen, oder? Genau, pass auf. Man muss ganz klar sagen, ganz egal. Ich mache das seit über 17 Jahren, den Bagger bauen. Auch ich tue jeden Bagger bei mir auf dem Parcours testen. So, und auch unsere Freunde aus Fernost werden diesen Bagger oder die müssen den ja einstellen. Und das Display ist ja von Anfang an praktisch dann eingebaut und deswegen hat der einfach eine Laufzeit drauf. Ja, aber ich finde das nicht schlimm. Nein, also ich finde das gut. Ja. Zur Not, ich könnte es mir notieren, wenn ich sage, ich möchte es genau wissen, was ich gefahren bin. Ja, gut, aber ich sage mal, bei 2 Stunden, das ist einmal die Grundeinstellung. Also ich sage normalerweise, ich brauche dann Minimum 1 bis 2 Stunden, bis der komplett fein eingestellt ist, dass das Ding wirklich sauber funktionieren wird. Jawohl. So. Das ist einmal das, gut, Antrieb ganz klar, Braschungsmotoren wie bei den anderen auch, das ist ganz klar, automatischen Kettenspanner ist ganz klar. Jetzt was wir noch machen, Dana, und zwar Schnellwechsler. Ja, so. Das überlasse ich dir. Ja, da muss ich zuerst wieder jetzt überlegen, wo ja, ich den drauf. Ja, deswegen überlasse ich es dir. Ja, genau, dass ich wieder der Buhmann bin letztendlich. Ne? Jetzt müssen wir schon schauen. Wir können auch gerne hier mal wieder tauschen. Hier sind übrigens so. Nochmal diese Teile, die ich... zeigen wollte, die kommen hier an die Seite ja, hin, genau. Diese Fußraster, an die andere Seite kommt die Leiter hin, also das Zubehör. Und der hat jetzt auch einen hydraulischen Schnellwechsler. Ja, so, das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön zum Fahren, aber, so, weg ist er. So, okay. Und jetzt, der muss ich gleich mal hochstellen, der hat jetzt halt genau das, was ich gesagt habe, diesen hydraulischen Schnellkuppler. Mhm. So. Ganz klar, jetzt ist natürlich kein Problem mehr, weil der auf der Platte eigentlich sich nur abdrückt, dass er keinen Röckel hinkriegt. Aber Leute, da könnt ihr so viel reklamieren, wie ihr wollt. Wenn ihr da nicht sauber arbeitet oder nicht wirklich dahinter seid, gibt es keine Reklamationen mehr, weil das ist mehr empfindlich als wie alles andere. So, wir haben ja diesen Schnellwechsler, also wir haben den Greifer zum Beispiel, der würde da hinkehren, der würde da passen. Ich kann ihn bloß momentan nicht anklemmen, weil ich da was umbauen muss an dem Greifer. Aber der koppelt da an und da müsst ihr wirklich absolut akkurat alles sauber halten. Ansonsten habt ihr wirklich nur... Was empfiehlst du? Druckluft? Druckluft. Ja, Bremsanleitung, Druckluft, irgendwas, einfach, okay. Dass das sauber ist. Ja. Also es gibt auch Druckluft aus der Dose für alle, die es nicht wissen. Zum Wenn Beispiel? Ich sage, ich fahre auf dem Parcours, einfach so eine Dose mit, gibt es im sortierten Baumarkt ganz normal. Ja. Habt so ein bisschen Luft dabei, könnt ihr das schön ausblasen. Ja, auf jeden Fall. Dann ist das sauber, glaube ich. Richtig. Und, ja. Kann ich mir schon vorstellen, weil wenn da nicht dicht ist, dann ist einmal, ich meine, wir fahren hier mit 35 bis 38 Bar Druck rein. Ja. Wenn da irgendwo ein Körnchen zwischendrin ist, ist vorbei. Dann schießt du das halt einmal irgendwo auf den Parcours und dann habt ihr wirklich das Problem, dass du dauernd Öl nachfüllen müsst. Richtig. Genau. Ne? So, was jetzt zum Beispiel jetzt nochmal erklärt, das ist der hydraulische Schnellwechsel, also diese Schnellkuppler. Bei meiner hat das ja nicht. Die haben jetzt mittlerweile, haben sie den als serienmäßig drin. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Anschlussblecken, diesen zwei. Ja. Warte mal, ich stelle den mal rüber, den Backen, da sieht man die vielleicht ein bisschen. Jawohl. So. Unsere Freunde sind ja wirklich raffiniert. Die haben mitgedacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe nur den Block bis daher und keine Leitung mehr. Ja. Weil ich keinen Schnellwechsel habe. Aber ich habe mir ja einen Grabenrand dafür gemacht, einen hydraulischen, für den. Ja. Der ist so breit wie der Radladerschaufel, ist mega geil. Macht natürlich keinen Spaß, einen LKW zum Laden, weil du brauchst eine Laufe, dann bist du voll. Perfekt. Nicht so schlimm, aber macht halt auch ein bisschen Spaß, muss man sagen. Muss man ein bisschen außer der Norm arbeiten, das ist gut. So, wenn ich diesen Anschlüsse unten wegschraube, dann haben wir in der Bohrung, wo ich eigentlich den O-Ring mit einsetzen tue, da ist ein M3er Gewinde drin. Das heißt, ich kann jederzeit eine stinknormale Hydraulikkupplung reinschrauben, kann sagen, so, pass auf, ich will diesen Schmarrner, weil mir das zu viel zappert oder was will ich auch immer. Oder wenn ihr sagt, ihr habt andere Anbaugeräte, oder, die will oder, ich an jedes Ding, oder ich hab schon was. Ja. Richtig. Oder ich gehe her und sage, ich habe die alte Auswahl, falls für andere jemanden anschauen und hat den Bagger, ihr könnt so unten jederzeit eine ganz normale Schnellkuppler reinschrauben. Mit einem M3er Gewinde. Perfekt. Ja.
So. So schaut super aus, aber es muss halt dann wieder kompatibel sein. Ich kann halt dann sehr, sehr beschränkt. Also man kann diese Teile kaufen. Also der ganze Satz, einmal Bagger, einmal Anbaugerät, kostet glaube ich 500 oder sind es knapp 600 Euro. Ja. Und die einzelne Platte, glaube ich, kostet, ich muss lügen, 250, 300 Euro. Also da kann ich halt verschiedene Sachen zum Beispiel. Ja. Also gerade zum Diergreifer brauche ich natürlich alle vier Anschlüsse, weil ich ja Drehen und Dings habe. Grabenrandlöffel würde ich zum Beispiel jetzt halt nur zwei Anschlüsse machen. Ja, das ist halt dann immer bedingt vom Anbaugerät, was ich brauchen würde. Ja, aber die Platte ist ja immer die gleiche im Endeffekt. Gell? Ja, so, was man unser Mega rund umleuchte. Ja, auch wieder mit THW und Feuerwehr. THW und und da ist dann wieder der. Also einfach durchschalten, so die langsame und damit die normale Version. So, dann haben wir noch Licht. Das Licht ist natürlich auch wie beim anderen, der müsste, warte mal, und haben Sie dieses Bett, auch nicht. Doch, unten offen, also wir haben unwahrscheinlich viel Licht. Was ich ja super finde, ist auch mit Metall-Steinschlag. Ja, alles dran. Das ist absolut klasse gemacht. Auch da unten, die sind überall mit Steinschlagschutz gemacht. Das ist echt. Ich drehe mal rüber. Das sind diese Kleinigkeiten, die man einfach dann zu schätzen lernt. Genau. Finde ich der Wahnsinn. Vor allem, weil es halt auch wirklich aus Metall ist. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Plastikteil, das da irgendwie draufgeklickst ist oder irgendwas. Der hat auch hinten Scheinwerfer, finde ich zum Beispiel. Okay. Also ich bin zwar kein so Freund, ne? Aber diese großen Bagger haben das, wenn die schwenken, dass die eben sehen, was hinten passiert. Ja? So. Auch Zylinderschutz ist drauf, finde ich super. Also, was interessant ist, das sehe ich jetzt gerade. Also, Leute, diese neue Variante, bei denen ist der Steinschlagschutz lackiert. Ja. Meiner ist in Chrom, hochglänzend. Ah, okay. Also, es schaut mega geil aus. Es gibt nichts an der gleichen. Aber die haben sie jetzt alle lackiert. Auch der gelbe hinten, weil das ist ja die gleiche Serie. Mhm. Auch mit dem hydraulischen Schnellwechsel dabei. Also, ist ganz was anderes. Aber, muss sagen, gefällt mir auch lackiert ganz gut. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen schöner, weil das, glaube ich, keiner in Chrom drauf hat. Ja, gut. Es gibt auch Leute, die verchromten Felgen auf dem Traktor drauf haben. Ja, natürlich. Das sieht man auch ganz oft, gell? Die Chromfelgen auf dem Johnny. Ja, alles richtig gemacht. Ja, genau. Na, super. Also, ich denke nochmal, so weit sind wir durch. Jetzt habt ihr es einmal gesehen, wie das Ding. Also, mal fahren. Moment mal, das Fahren. Also das Fahrrad verhält sich wie beim anderen auch, sehr weich, also das ist wirklich... Also für diese Größe, man muss sich auch mal vorstellen, was man hier bewegt. Also wenn das Ding hat, was wiegt das alleine? 30,5 Kilo, so wie er jetzt da steht. 30,5 Kilo? Ja. Und ist halt so fein. Ja, also auch die Schwenken, wenn man die Schwenken mal anschaut. Überleg, Flori, überleg an deinen Bagger, also sind die Huniner Bagger. Ja, überleg mal, den hast du angeschaltet, dann hat der einen Satz von 10 Kilometer gemacht. Und jetzt musst du überlegen, jetzt habe ich da 30 Kilo, die wo ich bewegen würde. Ja. Ja, und dann lasse ich den zu fein fahren. Im feinsten Ding noch. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also das Ding ist absolut, absolut klasse. Also für mich einer der besten Bagger, was momentan auf dem Markt für dieses Geld zu kriegen. Weil es gibt ja noch andere, die kosten noch ein bisschen mehr, aber... Ansonsten. Ja, also er kostet Geld. Aber man muss auch mal sagen, es ist nicht für jeden. Dieser Bagger ist nicht, der ist anspruchsvoll. Also das ist wirklich ein anspruchsvolles Modell. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, um Gottes Willen, das kaufe ich mir mal schnell. Oder das ist jetzt einfach so ein Gimmick, sondern das ist wirklich ein anspruchsvolles Modell, das man auch lieben muss dann. Weil einfach so, ich glaube, das kauft keiner einfach so. Vor allem, wenn man immer hört, ich habe den gekauft und noch steht drin, der hat da 3 Stunden drauf, weil ich habe jetzt festgestellt, ich habe keine Zeit nicht. Also Entschuldigung, diese Ausreden verstehe ich nicht, weil ich weiß doch vorher, ob ich Zeit habe oder nicht. Und wenn ich ein 10.000 Euro Gerät kaufen würde, dann muss ich mir im Plan sein, dann möchte ich mit ihm was tun. Und was ich noch, also ich muss sagen, ich habe... Im Wohnzimmer am besten. Ja. Direkt hier in dem Parkett oder so. Ja, freut sich die Frau und die Putzfrau, was immer so mehr putzen muss. Ne? Alles wunderbar, ja. Was zum Beispiel phänomenal ist, die Spaltmasse. Flori, du musst dir mal die Spaltmasse von den Türen anschauen. Das ist wie, als wenn der aus einem Stück und dann ist er wirklich gefräst worden. Da passt alles. Und zwar gesamten Bagger, egal wo du schaust, bei dem passt wirklich alles. Es ist... Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber da gibt es ganz andere Sachen, die wollen ganz viel kosten und ganz geschampig sind. Aber du hast recht. Also ich meine, ich kenne Neuwegen, die diese Spaltmasse nicht haben. Also richtig auch, das richtig. Also man, das sieht sich ja nicht bloß das oben, sondern ja, immer, das ist
Aber exakt, sowas Perfektes muss ich sagen, genial. Der ist, also meiner Meinung nach, also ich sage ja, ich habe meine Sommelier. Der kriegt ja wirklich was, ja. Der ist absolut top. Also ich habe mir zum Beispiel für meinen, gib mir mal bitte doch deinen Tollmeterstab bitte. Klar. Also der Bagger macht Spaß zum Fahren. Das Problem ist, die Schaufel hat ca. 155 mm. Leute, wenn ihr einen normalen Dreiersalat wollt mit diesem Löffel, glaub mir eins, ich habe das versucht, die beschimpfen dich, dass du mit Bagger fahren kannst. Ganz klar, mit diesem Löffel kann ich normal kein LKW überladen. Dumper ja, weil der Dumper ist relativ breit, mit dem funktioniert relativ gut. Ich habe mir den gleichen Löffel nochmal gebaut, und zwar schmäler, auf 120. Und da muss ich sagen, dann kannst du einfach schöner laden. Das ist einfach genial. Und ganz ehrlich, der ist mit drei Löffeln genauso voll. Ne? Ja. Er ist ein bisschen schmäler als mit mir. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat da kein Problem. Also ich habe zuerst gemeint, dass meiner viel schmäler ist. Ich dem in dem Hinschuss, ich das fast nicht merken. Okay. Ja? Also ich habe den Original nachgemacht, so wie der ist, auch mit dem Schnellwechsler. Muss sagen, war ich zufrieden. Und kranzt jetzt mittlerweile, ich habe das heute durch Zufall gesehen, es gibt von dem tatsächlich jetzt einen Sieblöffel in der Schmalmessung mit 130 mm und einen Tieflöffel mit Schneide ohne Zähne, so wie ich gebaut habe, für diesen Bagger serienmäßig zu kaufen. Echt? Ja, super. Wenn ihr den Link findet, ich tue ihn unten rein. Ja, muss man schauen, vielleicht kann man das sogar so machen, dass vielleicht der Herr Natterer vielleicht den Shop legen wird, wenn Interesse da ist. Genau. Das könnte man da machen und da können wir vielleicht nochmal probieren. Wäre auf jeden Fall interessant, weil ich muss sagen, bin top zufrieden mit dem kleinen Löffel. Ja, vor allem, man braucht ja ein bisschen was. Also ich meine, ein Schnellwechsler macht halt nur Sinn, wenn ich auch Anbaugeräte habe. Ja, ich meine, sonst knall ich mir das Ding einfach von hinten mit nur einer Schaufel. Ja, da kann ich Schnellwechsler haben, so viel ich will. Flori, du kennst ja meinen Junior. Der hat zu mir immer gesagt, Vater, für was brauchst du einen Schnellwechsler? Du fährst ganz ja mit dem gleichen Löffel. Mhm. Klar, wenn man Bagger fahren kann, dann reicht ein Löffel, ganz einfach. Ne? Richtig. Warum ich brauche euch erzählen. Ich brauche für jeden Graben meinen eigenen Löffel. Ja, gut, Spaß muss sein. Ne? Ja, absolut. Ja. So. Aber es ist ja auch schön, wenn man einfach ein bisschen mehr Funktionen noch herausholen kann. Ja, klar, natürlich. Ja. So, ganz kurz, wir haben den Ding jetzt weg. Jawohl. Wir holen jetzt den gelben schnell her, dass ihr seht, was der Unterschied ist, wenn der bei mir rausgeht. Genau, okay. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja. So, da sind wir wieder und ihr seht, wir haben ein bisschen umgebaut. Das war der von gerade eben, der Out of the Box. Und das hier ist jetzt der vom Siggi schon komplett fertig eingestellt. Das heißt, wenn ihr die bestellt, gehen die im Endeffekt vom Natterer zum Siggi. Ist das richtig? Richtig. Du stellst alles ein, führst das Öl nach und machst im Endeffekt das, was wir jetzt alles in dem ganzen Vorlauf machen mussten. Plus nochmal um einiges mehr, weil ihr habt gesehen, dass viele Sachen gar nicht gehen, wie das mit dem Armheben und Stiel rein und rausfahren. Katastrophe. Also ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Ich habe es vorhin als auch im Outscreen ein bisschen erwähnt gehabt, dass ich gesagt habe, bei so viel Geld, ich krieg was und dann funktioniert es eigentlich nicht. Vor allem, es ist jetzt auch keine Anleitung mit dabei, wo dann drin steht, du musst noch da oder da ein bisschen was machen. Richtig. Da bist du so ein bisschen, das ist als ob ich sage, ich kaufe ein Auto und das hört beim zweiten Gang einfach auf oder so. Das ist, was mache ich denn da? Reifen aufmontieren. Die Reifen muss ich auch noch selber ein. Danke. Ich bin mir sicher, es gibt so Automaten, die etwas günstiger sind, wo ich auch die Sonnenblenden noch montieren muss. Aber wir sind ja hier ein bisschen davon weg eigentlich. Das heißt, den hast du jetzt schon in den Fingern gehabt. Ja. Ich habe ja euch die Detailbilder gemacht. Ihr seht, der hat jetzt auch schon über 8 Stunden jetzt drauf, weil der halt einfach eingestellt wurde und dementsprechend ein bisschen besser ist. Ich übergebe mal das Wort. Ja, danke, Flori. Also, es ist wirklich so, jetzt, weil die Mann, man stellt es in 5 Minuten ein, nein, das ist eben nicht so, weil diese ganzen Funktionen sollen ja praktisch zueinander arbeiten, ich muss synchron fahren können, die Feinfühligkeit muss gegeben sein. Und wir haben ja doch jetzt mittlerweile schon ein paar verkauft von denen und ich muss sagen, ich habe erst letzte Woche einen netten Kontakt gehabt, der hat einen relativ neu, muss ich sagen, der war auch schwer begeistert, der hat mir dann sogar noch sein anderes Modell geschickt zum Referieren und was weiß ich. Also ich denke aber, dass ich den relativ gut hinbringe. Klar, ich weiß natürlich nicht, wie jeder von euch fahren wird, aber ich sage mal, ich mache eine Grundeinstellung, wo ich sage, damit kann jeder fahren, da kommt jeder damit klar. Ja, wenn, gut, es ist immer blöd, wenn natürlich, weiß Gott, wo der Kunde dann sitzen wird und kann jetzt schnell zu mir kommen. Klar, verschicken ist natürlich auch schwierig, weil das Ding monster schwer ist, ne? Und mit dem Karton sind 50 Kilo, da muss ich schon bald die Spedition beauftragen, dass es per Palette passiert. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja schon fast Palettengut. Ja, das ist sehr schwierig. Also UPS, muss ich sagen, UPS
transportiert sogar, glaube ich, bis 50 Kilo. Okay. Die liefern den sogar. Aber ich weiß nicht, was das ohne Löffel verschicken. Ja, das sind nochmal 4 Kilo weniger, ja. 3 Kilo weniger. Ohne Kiste, ohne Löffel? Nein, das geht dann nur mit Kiste verschicken, bitte. So, also, der ist jetzt eingestellt, und die Einstellarbeiten, man sieht ja das, also die sind gekommen mit 2 Stunden, obwohl ich weiß nicht, was der jetzt drauf gehabt, ich habe da nicht geschaut. Yeah. Aber ich sage einmal, wie ich schon gesagt habe, wir brauchen Minimum 3 bis 4 Stunden, müssen wir Minimum kalkulieren, was wir brauchen für die Einstellarbeiten, für das Öl einfüllen, bis alles passt, Schrauben alle nachziehen, weil man muss natürlich auch, ach, und noch was, dass wir das mit einmal erwähnen werden. Ihr müsst, wenn ihr den Bagger habt, regelmäßig, am besten nach jedem Tag oder nach jeder Fahreinheit, kontrollierst die Schrauben, auch die unten von diesen Bolzen, das ist ja richtig genial gemacht, das ist wie im Original mit Klemmscheibe und drum, okay. Aber die werden locker, weil die, klar, die ziehen die Schrauben nicht an wie bei Idioten, und ich bin ein Gegner von einem Loctite. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist zwar momentan. Im Fall reicht die raus, oder? Dann ist vorbei. Momentan ist zwar toll, weil sie heben, der, ne? Aber solltet ihr jemals irgendeine Reparatur haben, ihr könnt es nicht warm machen, weil sonst verbrennt der Lack, weil durch Erhitzen kann ich ja eigentlich Loctite lösen. Wäre eine Möglichkeit, oder ihr müsst hergehen, reißt die Schrauben ab, dann könnt ihr es ausbauen, geht meistens nicht, aber es ist bockhafte Schrauben dran. Ja. Also dann lieber öfters mal nachziehen und dann habt ihr wirklich lange Freude mit dem Modell. Ein bisschen Wartung gehört dazu, gell? Hallo? Halt so. Ich muss auch regelmäßig zum Doktor oder zum Zahnarzt, sollte man auch ein halbes Jahr gehen, also es ist da nichts anderes. Nicht? So ein Zeug. Ja, da Zeug, wo kein Mensch. Da wartet er lieber mal den Bagger, bevor er solche Sachen macht. So, also, wie gehabt, LS-Steuerung lasse ich wieder außen vor, wegen dieser starken Pumpe. Ganz normal Pumpe einschalten. Also, man kann ja noch mal eins machen, was wir nicht gemacht haben. Wir haben den Bagger gar nicht gestartet, Flori. Okay. Sollen wir den nochmal starten? Ja, mach mal an. Wir haben ja Soundmodul drin. Ja, also, klar. Das erste Mal. Wahnsinn, ha? Das ist ein Liebherr-Motor dann wahrscheinlich. Mhm. Was natürlich phänomenal ist, ne? Du kannst ja die Lautstärke von der Fernbedienung aus, wollen wir mal festhalten, ich kann die da einstellen. Ne? So, das ist jetzt aber Standgas. Ne? Mhm. Wir wollen jetzt einmal den Arm heben. Ne? Besser geht's nicht. Nee, oder? Absolut super. Also das Kettengeräusch sind nicht die Ketten, das ist wirklich das Soundmodul. Das ist nicht eins von meinen zusammengeschusterten Modellen, die automatisch auch ohne Soundmodul so quietschen. Der ist ganz leise und das Soundmodul macht das alles. Und, natürlich, super. Kurz zur Erklärung. Unten Hupe, oben kurz anschalten, schauen wir her. So, nur kurz mal schauen, wie das bei denen geht. Das habe ich noch gar nicht probiert. Nee, geht bei denen nicht. Also, einmal kurz nach oben, runterschalten, die Neutralposition, startet der Motor. Nochmal nach oben, Mittelposition, geht er wieder aus. Okay. Ja? So. So, jetzt zu dem ganzen Tamtam mit der Einstellerei. Mir ist halt immer wichtig, weil gerade bei sich schweren Bagger, man muss, ich weiß nicht, viele haben jetzt einen großen Bagger gar nicht gesehen im Echt. Ich komme aus dieser Branche, ich kenne diese großen Bagger und die sind ja, es ist ja kein Akkordbagger, sondern das ist wirklich ein Trägerbagger, weil der bewegt Masse. Ja? Und auf das habe ich mich ein bisschen ausgedrückt, dass ich sage, wir machen den wirklich so, dass das ganz, ganz weich, ganz geschmeidig ausschaut, dass der einfach diese weichen, flüssige Bewegungen hat. Ja. Ja? Weil ich mit dem Löffel, wenn ich da 3 Löffel auf dem Kippern auf dem Dreiachsen, ist der voll, dann läuft der links und rechts über. Weil das heißt, hudelig sein. Richtig, der braucht nicht hudelig sein, weil der macht das unter anderthalb fahren, auch der den Kipper voll, wo der anderthalb 5 Löffel oder 6 Löffel aufspeisen muss. Ne? Ich zeige euch das einmal, jetzt, wie der sich jetzt fahren lässt, also von der Feinfühligkeit her. Also du kannst mit dem jetzt auch wirklich zwei proportional fahren. Klar, man müsste es natürlich dazu sagen, je mehr Funktionen ich fahren kann, egal wie der Hersteller heißt,
Ich nehme diesen Bagger das Öl weg. Mhm. Also irgendeine Funktion nehme ich das Öl weg. Und wie gesagt, Flüssigkeit hat das Bestreben, immer den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen. Und das ist, ich fahre lieber einzeln, als bevor ich zwei ausschieben da. Ganz klar. Ja. Deswegen muss man da ein bisschen ja, mit Gefühl fahren. Das ist ein bisschen eine Übungssache. Ich sage mal, im Material schaut das Ganze natürlich noch viel schöner aus, wenn man dann sieht, wie flüssig das ablaufen wird. Ja. Und ich sage mal, grundlegend ist es so, wenn man das ein bisschen geübt hat, dann macht der ganze Bagger wirklich einen richtigen Spaß. Pumpe einschalten, dass der einfach kontinuierlich diesen Druck da hat. Ich sage mal von dem her, das ist eigentlich jetzt nicht so, so weltbewegend, dass das jetzt so schlimm ist. So, jetzt mal Arm aufheben, Stielreif fahren. Also den kann ich wirklich so proportional fahren, ja, dass ich sage, perfekt. Ja, der ist halt, ich habe die Schwenken bewusst ein bisschen langsamer gemacht. Man könnte, also ich müsste jetzt mal schnell reinschauen, bloß einmal zur Info, weil das kann man ja eigentlich als aber das ist wahnsinnig flüssig. Also hier nochmal zur Erinnerung, wir haben hier einen fast 40 Kilo Bagger, der so weich fährt, das tut nicht mal der 3-4 Kilo Carbolite Bagger, der kleine von mir, der ist nicht mal im Ansatz so. Und der ist ja von der Masse her, von allem viel kleiner, viel eigentlich natürlich er ist zierlicher, wo ich sage, der müsste das eigentlich viel besser können als wie der große, ne? Aber das ist das genau nicht, ne? Das ist phänomenal, das, ne? sehr weich, was natürlich jetzt gerade mit so einer Schaufel beim Kipper beladen auch sein muss, gell? Ja, weil da eine falsche Bewegung und wir schmeißen das andere Modell einfach mal irgendwo über den Parcours. Richtig. Das wäre ja Katastrophe. Also ich habe nachgeschaut, die Schwenkvorrichtung, also Schwenken links, rechts, ist auf 70% eingestellt. Auf 70%. Ich habe es noch 30%, da kann ich ihn noch schneller machen. Ganz ehrlich, schaut nicht schön aus. Ich sage, das kann dann jeder für sich selber bestimmen, aber ich sage mal, die Grundeinstellung kommt von mir so mit ca. 70%. Klar, das ist natürlich, man muss das auch anders sehen. Jeder Bagger, ganz egal, du kennst mir. Von mir steinigst du mich, das ist mir egal. Aber es ist wirklich so, die Bagger, es verhält sich jeder ein bisschen anders. Der andere braucht 2% mehr, der andere braucht 5% mehr. Also es ist wirklich so, dass man den permanent eigentlich so einstellen nach dem Modell, so wie er es eigentlich braucht. Das ist, ja, das ist der Fakt. Ja? Und wenn einer sagt, ich kann nicht alle gleich ausstellen, ist eine totale Lüge, funktioniert nicht. Weil alleine diese Toleranzfertigungen, die wir haben, gibt es schon vor, dass ich den eigentlich modellbezogen einstellen darf. Ne? Das ist Wahnsinn. Aber es sind welchen? Also ich sag's euch, ist kein Vergleich zu dem anderen. Und ich kann euch auch wirklich nur aus Erfahrung raten, spielt's nicht selber an diesen Einstellungen rum. Ihr könnt es nur schlimmer machen. Ich habe am Anfang gesagt, jetzt mache ich ja auch Modellbau schon nicht nur 2 Tage. Komm, eine Fernbedienung einrichten, das kann ich und ich merke ja was, wo, wie. Ja, das Ende vom Lied war, dass mein Bagger ja auch hier gelandet ist und ich gesagt habe, bitte, mach's einmal gescheit. Ich bring's nicht hin. Also das ist, alles, was ihr hier irgendwie einstellt, ist eine Verschlimmbesserung. Ihr nehmt vielleicht bei der einen Funktion, macht es besser und dafür sind die anderen drei dann Katastrophe. Also allein schon, was auch die Pumpenregler angeht, was den Druck angeht, was die Drehzahl angeht von der Pumpe und das Zusammenspiel von allem, das ist eine Wissenschaft für sich und da vertraue ich wirklich jemandem, der einfach davon Ahnung hat, weil wie gesagt, ich habe da so lange rumgespielt, dass am Schluss war es eine Katastrophe. Die Pumpe lief falsch, der Arm war zackig und ruppig, hatte aber überhaupt keine Kraft. Also, ich habe keine Ahnung. Also, wenn ihr sowas wollt, zu mir. Gerne. immer zu mir. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein Katapult bauen oder sowas, dann seid ihr wahrscheinlich bei mir an der richtigen Adresse. Aber für alles andere, wie gesagt, bei mir im Shop ist der Link auf der ersten Seite gleich für den Hydraulik-Service. Und meldet euch da. Ich glaube, da drückst du jetzt aber durch, weil wir haben in der Mitte nur ganz, ganz dünn. Also ach so, okay. Ja, weil also da machen wir das nicht. Ich kann euch nicht. Ich hab wirklich Angst, wenn du jetzt dagegen drückst, weil diese Tische sind, glaube ich, nicht für diesen Bagger ausgelegt. Also, ich meine, du hast so stabile Tische. Ja, also, ja. In Zukunft musst du dein Equipment ein bisschen verbessern, dass wir da ein bisschen mehr genau zeigen können. Ne? Damit man das nächste Mal den 100-Kilo-Bagger hier. Genau, also einmal drücken geht. Das war's dann auch. Ja, genau. Ja. Nee, das wollen wir nicht. Also, genau. Aber der kann wirklich das gleiche wie der 350er, der kann sich wegdrücken und kann sich wirklich mit dem Oberwagen und zum Unterwagen komplett verdrehen. Macht er spielend ohne Probleme. Auch bei der Einstellung von 70%. Ne? Ja. Gut. Flori, jetzt haben wir den in der Eine Frage habe ich noch, weil ich keine Ahnung habe. Wofür ist dieses Teil? Ist das zum Wegtragen oder was? Das ist Anfahrschutz. Das ist der Anfahrschutz.
Leute, ich dachte, da kann ich meinen Schlüssel hinhängen. Leute, nochmal. Dieser Bagger ist wirklich, und ich behaupte sogar, dass der in Lizenz gebaut ist, weil bei dem passt alles, sogar diese Riffelung original von dem. Okay. Ja, Namen darf man wieder keine sagen, es ist alles ein bisschen bescheiden, ne? Aber es ist wirklich, der ist sowas von original und ich denke mal, das geht nur dann, wenn man wirklich in die Lizenz baut. Gehe ich davon aus, also mir gefällt der Bagger, ich muss sagen, ich habe ihn nicht bereut. Klar, ist momentan viel Geld, ohne Diskussion, aber ich muss sagen, jeden Cent wert und ich würde es jede Zeit wieder machen. Perfekt, ja. Super. Dann so. Würde ich sagen, schließen wir hier ab, oder? Jawohl. Also. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten in die Kommentare einfach schreiben. Wir schauen, dass wir alles beantworten. Ansonsten schaut auf meiner Seite vorbei, www.rc-bruderbaustelle.de. Auf der ersten Seite ist der Hydraulikservice für den Kontakt zum Siggi. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch zu mir kommen. Ich versuche, alles zu beantworten. Alles, was ich nicht weiß, habe ich jemanden, der es macht. Ich verlinke euch natürlich auch den Bagger und das Zubehör und alles andere unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja? Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.